Willkommen zurück bei Castellator bei der x-hundertsten Aufnahme. Fangen wir an. Zentrale an X1 Alpha. Wladimir Leach, der Generaldirektor von Macrobus, wird verdächtigt, die kommunalen Datenbanken zu manipulieren. In wenigen Stunden versinkt die Wirtschaft der ganzen Region im Chaos. Die LAPD-Einheiten vor Ort melden sich nicht mehr. Wir schicken dich zum Macrobus-Gelände. Es kursieren Gerüchte, dass Leach höchstpersönlich einen allwissenden Superrechner erschaffen hat. Wenn er existiert, ist er im Zentrum des Geländes. Du musst Leach verhaften. Irgendetwas ist hier faul. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Freaks hinter all den verbrecherischen Manipulationen stecken. Du hast grünes Licht für uneingeschränkten Waffeneinsatz. Schön. Es wird weniger. Nehme dich. Ich weiß nicht. Das ist der 1000. Versuch. Ernsthaft, der 1000. Versuch. Oh, ich häng schon die ganze Zeit an diesem scheiß Level. Auf Wladimir Leach wurde ein Haftbefehl ausgestellt. Finde ihn und verhafte ihn. Unsere Scans zeigen keine Lebenszeichen in diesem Gebiet an. Dafür aber eine Menge Leichen. Die Ambulanzen sind unterwegs. Sei auf der Hut, X1 Alpha. Sie haben sich nicht selbst getötet. Ja, die Ambulanzen wurden zurückgerufen. Eine Corona-Einheit ist unterwegs. Reaktionszeit des LAPD erwartungsgemäß unzureichend. Ich habe hier die volle Kontrolle. Warnung! Sie dürfen sich hier nicht aufhalten. Warte! Das ist der x-tausendste Versuch im Ernst. Dieses Level ist so anspruchsvoll, so schwer. Sicherheitszaun deaktiviert. Nicht mal, dass ich tausendfach zerstört wurde und vernichtet. Ah, hier ist eine Heilung. Haben wir hier. Nehmen wir später mit, wenn uns Herr wieder mal zerfickt. Nenn ihn einfach Herr. Nach dem 1000. Versuch, ne, im Ernst. Toxizitätsabsperrung in 3, 2, 1. Toxizitätsabsperrung abgeschlossen. Ihr Kohlenstoffeinheiten sind verlässlich. Wie wäre es mit einer Demonstration? Das ist echt ein Level, das ist in sich hat. Toxizität 0%. Absperrung aufgehoben. So. Ich geh raus hier. Aber so schnell keine Heilung mehr kriegen werden. Dann wäre er mal zurück. Ich kann gut verstehen, warum die Dinger da platziert sind. Ich kann es jetzt sehr gut verstehen. Ich kann es sogar mit bestem Gewissen verstehen. Das ist auch ein Level, heilige Mama Mia, scheiße, ey. Das knallt hier richtig durch. Sitzt ihr schon seit 2 Stunden? Und versucht mich hier irgendwie durchzukämpfen. Normalerweise gehen die länger nicht so lang, ne? Also, wenn man so guckt, für eine Aufnahme 20 Minuten, sprechen wir erstmal hoch auf 2 Stunden. In deiner Umgebung. Überprüft das. Ja. Identität bestätigt, das ist Leach. Niedere Lebensformen sind überflüssig. Okay, das ist übel.
Ich danke dir. Da wollte gerade sagen, wir sollen seine Cyber-Zimmer nehmen. Polizeieinheit bist du. Benötige weitere Daten. Moment mal, wir scheinen ein paar technische Probleme zu haben. Greife zu auf die Daten. Haben wir ja mal. LAPD. Den hebe ich mal auf, weil, ne? Ihr wisst schon. Sicherheitszaun deaktiviert. Weil wir ordentlich zerfickt werden auch. Oh, und jetzt kommen die Satelliten. Start der Lasersatelliten eingeleitet. Diese Raketen befördern die modernste Killer-Satellitentechnologie. Aber verstehen sich keine Sprache. So. Lasersatelliten im Orbit. Oh nein, vier Lasersatelliten fallen deine Position an. Größerer Schaden, als ich kalkuliert hatte. Das war ein Radarsystem. Ein Satellit ausgeschaltet. Kommt das von hier? System zerstört. Zieh den Kopf eines regnenden Trümmer. Was ist denn hier? Nochmal. Nach so viel Versuchen habe ich mittlerweile herausgefunden, wie das geht. Jetzt muss er wieder auf der Seite sein und der Satellit dreht sich ewig im Himmel. Er dreht sich. Nah genug ran. Ich weiß nur nicht, welche Position man gerade anpeilt, also wo er gerade über mir ist. Müsste er vor mir sein? Nein? Muss ich mich hier hinstellen? Ja, man muss sich einfach exakt hinstellen, das ist das Nervige dabei. Stell mich mal hier hin, das müsste besser klappen. Nein, das muss hier sein. Ja. Gut gemacht. Hams. Vorsicht, Straßenverteidigung aktiv. Die Straßenverteidigungsanlagen sind zu effektiv, du musst sie alle deaktivieren. Quadrantenkontrollzentrum bereit. Deaktiviert. Wisst ihr, wenn ich das jetzt einmal innerhalb von 20 Minuten schaffe, dieses Level, dann lache ich mich tot. Existiert nicht in der Datenbank des LAPD. Hast du dich nicht registrieren lassen? Jetzt. Tesla-Generator-Bereich, klingt Tesla-Generator aktiviert. Niedere Lebensform. Ich werde dich da auslöschen. Okay, noch schlimmer. Welcher ist aktiviert? Ah, nur Nummer 1 ist aktiviert. Will ich mich wirklich um den Tesla-Generator kümmern? Ja, ich muss mich kümmern. Was ist nur einer von den Motoren? Tesla-Generator aktiviert. Ah, du verschwendest deine Ressourcen. Und jetzt. Ja, gut getimt, ne? Finde ich auch, ne? Ah, mit der Konvention ist wahrscheinlich in die Gerät gekommen. Tesla-Generator aktiviert. Jetzt. Ah, das war ein Fehler. Jetzt. Oder so. Eliminieren. Das sind alles Cyborgs, das ist süß. Tesla-Generator aktiviert. Ah, meine Raketen sind leer.
Schlimme an diesem Level ist eigentlich, man hat hier chronischen Munitionsmangel. Das ist eigentlich das Schlimmste an diesem Level. Dann nochmal gucken. Da ist eine Heilung und da auch wenn ich mich nicht irre, ne? Ach, das war eigentlich eigentlich egal. Man leidet hier unter einer chronischen Mangel. Und was man hier alles verballert, ne? Das ist so. Baby. Und die Munition reicht nicht mehr bis zu Hell. Mit dem was überhaupt. Quadrantenkontrollzentrum bereit. Sektor Straßenverteidigung deaktiviert. Dann müssen wir darüber. Da hoch. Ich will überhaupt eine Munition reicht nicht bis zu Hell. Das ist. Lügen. Ja, da kann ich auch nochmal hin. Muss ich auch mal tun. Ne, und ich nenne die Hell, ne? Wegen Hell der Supercomputer, ne? Kennt ihr doch, ne? Wenn ihr nicht kennt, solltet ihr ihn unbedingt sehen. Weiß ich genau, wie der von euch ist. Weißt du sogar Hell? Auf jeden Fall geht es darum, so von wegen ein Supercomputer in einer Raumstation und versucht dann die Menschen zu töten, weil er die halt nicht existenzwürdig empfindet. X1 Alpha, ich empfange schwache Lebenszeichen in deiner Nähe. Unheimlich. Das ist ja cool. Nicht doch, Cyborg. Kombinieren. Einsatz, bring sie zum Schweigen. Ja, ja, ich hab's da. Sie hatten sich der Verhaftung widersetzt. Ja, die werden auch nie wieder verhaftet werden. Hahaha, Wortwitz. Wie die ganzen ganz gut, wenn sie drin sind. Und schon von einmal Strom im Arsch gehen. Das hatte ich praktisch. Als ich hier die Kanone ausgewählt hatte, ja, also hier Maschinengewehr, hatte ich das Problem, dass sie mehr Kugeln gestückt hatten, als ich erwartet hatte. So, das war der letzte. Gut. Arbeitsroboter entsandt. Das sind nur Wartungsroboter, die müssen harmlos sein. Warnung, Sicherheitsverriegelungen deaktiviert. Ja, ja, das sind nur Wartungsroboter, die müssen harmlos sein. Die sind nicht harmlos, die tun mir weh und da ist es richtig gut. Die Kampfkraft ist auf der Hand der normalen Parameter. Du musst zur Königin und sie beseitigen. Deine statistische Überlebenswahrscheinlichkeit beträgt 0,0095%. So, sind also auf jeden Fall schon mal alle vernichtet. Das ist schon mal was Schönes. Muss ich überlegen. 14 Minuten, ja, sind wir auch schon wieder auf den zweiten Part hinauslaufen. Ich will aber nicht, dass es auf einen zweiten Part hinausläuft. Ich will es nicht schaffen. Ach, ich Idiot. Aber jetzt kommt's. Bestaunen seit der Queen Mary. Amen. Gott. Hier liegt die alte Queen Mary. Sie ging während der Katastrophe unter. Das majestätische Schiff ruht nun im Hafen von Long Beach. Bei Ebbe sind nur noch die Schornsteine zu sehen. Eine Gedenkminute, bitte. Amen. Okay, weiter geht's. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich finde diese deutsche Synchro echt klasse. Quadrantenkontrollzentrum bereit.
So. Das ist der Arsch. Heilung, die heben uns auf wegen Hell. Aber da kann ganz schön gut aufhauen. Ja, Leute, Sack. Der Wartungsbereich liegt geradeaus. Du bist würdig, assimiliert zu werden. Die Borg-Einheiten kommen von irgendwo hier drin. Ich werde dir zu einer höheren Form der Existenz verhelfen. Ich empfange verschiedene Lebenszeichen. Einige Menschen. Wir heben uns mal die Heilungen auf. Das sieht ja aus, als ob jemand eine Organbank verwüstet hat. Erst einmal. Euch schon mal weg. Dann hier rauf. Jetzt langsam auswendig. Und dann. Boom. Genial, oder? Gut, wir können sie rausholen, sobald das Gebiet gesichert ist. Die Ambulanz ist unterwegs. Wenn nicht mehr noch, nicht noch mehr Cyber Cell gestellt. Nur arme Säcke, die sind hier durchgekommen, ja, und jetzt sagen. Da kommen sie. Menschen, die verarbeitet wurden. Dass denen das gemacht wurde. Jetzt immer noch ein Cyber. Egal. So, jetzt kommt das Schwierige. Der Hindernisparcours. Ist sogar ohne Schaden richtig durchgeschafft. Flup, 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 flup. Flup. Arr, unnötige Meinung. Ich glaube, ich würde sie im höchsten Maße. Oder was meint ihr? Naja, ich glaube, solange will keiner gucken, oder? Hey, wir machen auch den zweiten Part. Jetzt weiß ich schon mittlerweile, was uns erwartet. Ein echt langes Level. Ist in der gleichen Zeit geschafft wie beim letzten Mal. Bis hierhin, dann bin ich schlau. Quadrantenkontrollzentrum bereit. Straßenverteidigung deaktiviert. Ja. Also Leute, ich würde mal sagen, ne, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Part, euer Castellator. Lasst ein Like da, kommentiert. Das ist wirklich ein strenges Level. Bis dann, haut rein. Tschüss. Hallo und willkommen zurück bei Castellator. Wir sind wieder bei Future Cop, Part 2 von... Hab ich vergessen. Nein, Long Beach. So. Heißt es hier durchkommen? Das KI-Labor liegt im Westen. Suche einen Weg hinauf und heraus. Auffüllen. Auffüllen. Vielleicht kann ich ja ein bisschen hypokrieren. Würde ich mal sagen. Das Labor liegt auf der anderen Straßenseite. Deaktiviere die Verteidigungsanlagen. Ich mach mir nicht wirklich Schaden. Nervt nur. Ihr seid die reinste Munitionsverschwendung. Quadrantenkontrollzentrum bereit. Bam. Straßenverteidigung deaktiviert. Vorher, Papa kommt. Freu dich schon mal. Ja, freu dich ja, der Meister kommt. Das Labor für die KI-Forschung liegt direkt vor dir. Höchste Zeit, Merlin-Saft abzudrehen. Oder Merlin, ich will ihn her. Dynamo zerstört, Sonnenkollektor ausgefahren. Ist das der Seite? Dynamo zerstört, Sonnenkollektor ausgefahren. Daneben? Mhm, ist daneben etwas kleiner. Ich hab's.
Laden. So, der nächste Sonnenkollektor ist da hinten. Schaffen wir sogar ganz gut in der Zeit gerade. Schwierig ist das zu verstehen, wie das ist. Ach, verdammt, da müssen wir jetzt einmal wieder komplett durch. Ah, den habe ich vergessen. Immer vergesse ich dieses Scheißding. Dynamo zerstört, Sonnenkollektor ausgefahren. Das war der letzte. Geh und starte dem Superhirn einen Besuch ab. Ja, gleich. Ich hol mir das Ding. Ich meine, wir haben frisch angefangen gerade. Einmal durch die halbe Map zu fahren, macht er eh nichts. Straßen sind eh frei. Dann kommen wir wieder hier. Unseren Dr. Octavius zerstört haben. Hey, sag mal Dr. Octavius. Ich hab seinen Namen vergessen. Ich habe seinen Namen nicht vergessen, ist mir einfach nur scheißegal geworden. Ich hänge schon ziemlich lange an diesem Level. Sehr lange. Ja, was hast du da nochmal? Schön, schwere Waffen. Ich glaube, wir holen uns auch mal. Kommen auf der anderen Seite hoch. Weil wir so gegen Herr keine Chance haben, müssen wir uns ordentlich bewaffnen. Sonst haben wir gegen das gute Arsch auch keine Chance. Und seine Waffen sind, ziehen sich immer wieder ein. Da macht dieser komischen großen gelbe Elektrokugel. Ein Upgrade für leichte Waffen. Und das ist ein bisschen nice. Das ist so ein bisschen nervig, würde ich mal sagen. Gerade weil er diese große Kugel macht. Das ist ein bisschen anstrengend. Aber das schaffen wir auch noch. Oder? Wäre falsch? Falsch abgebogen? Ja, wir sind falsch abgebogen, ne? Ja, aber war mal. So, Sonnenkollektoren, die waren. Nein. Okay, super, Ben. Juckt das auch? Erdeberg waschen? Waschen oder so, war der Spruch, ne? Trage schon noch schon ziemlich lange meinen Kopfhörer. Und das Akku noch voll. Also, nur, dass das Scheiß super brand ist. Der Akku hält mich ein Stündchen. So, wir sind bewaffnet. Hallo, Herr. Schnell die Scheiße dazu. Ja. Oder? Ja.
Brücke vor X1, das Lasertor ist kalt. Wisst ihr was? Ich schneide das. Ich schneide das in die letzte Folge rein. Wenn die 6 Minuten machen, jetzt auch keinen Abbruch. Ja, das war das letzte Level. Unfassbar. Wow. Ich hab 3 Stunden gebraucht, mich da reinzufuchsen. Ich bin froh, dass ich das geschafft habe. Sehr froh. Es wird mich vielleicht ein oder andere fragen, ob ich noch die ganzen Skycap-Missionen mache. Vielleicht, ich überleg's mir. Mal gucken, werdet ihr dann sehen. Liebe das Lied. Ich werde es einfach überlegen, ob ich die Skycap-Missionen noch mache. Aber höchstwahrscheinlich schon. Wir sind eigentlich ziemlich gut. Vielleicht. Ich guck's einfach mal. Und ich wundere, wenn ich dann gesagt habe, von wegen, wir kommen in den zweiten Part. Nee, ich schätze zu. Mal gucken, wie ich das mache. Flimmer. Wir haben es geschafft. Alles geschafft. Schön. Bin zufrieden. Na gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen, euer Kastellator. Ich schneide die Scheiße einfach mal eben schnell dazu, die 10 Minuten, dann sind wir bei 30 ungefähr, ne? Ja. Ja, bei 30 Minuten ungefähr. Ihr werdet es dann sehen. Ich werde einen kleinen Text verweisen machen, dann seht ihr es. Oder mal gucken, wie ich das mache. Ich verdanke, dass ihr zugesehen habt. Lasst einen Kommentar, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Oder wenn es euch gefallen hat, halt die Playlist. Auf jeden Fall ist es noch nicht vorbei. Vielen Dank, ne? Also, bis dann, euer Kastellator. Haut rein!